Nun ist es mir eine besondere Freude, heute Abend Herrn Professor Waldenfels begrüßen zu dürfen. Ich habe, muss ich sagen, selber persönlich sehr viel von ihm gelernt, unter anderem auch, wie man das Wort Unsichtbarkeit vielfältiger ausdeuten kann, als man es vielleicht landläufig tut. Herr Waldenfels ist ohne Zweifel der führende Vertreter der phänomenologischen Philosophie in Deutschland. Er hat Psychologie, klassische Philologie, Theologie, Philosophie und Geschichte studiert, also einen ganzen Strauß von Wissenschaften, unter anderem auch in Bonn, wie ich festgestellt habe. Und Studienaufenthalte führten ihn auch nach Paris, wo er Gelegenheit hatte, Herrn Merleau-Ponty und Herrn Ricoeur zu hören und bei denen zu studieren. Nach einer außerordentlichen Professur in München war er dann von 1976 bis 1999 Professor für Philosophie an der Ruhr-Universität Bochum. Hinzu kommen viele Gastprofessuren in Europa, in den USA und auch in Asien. Herr Waldenfels hat maßgeblich dazu beigetragen, dass die Phänomenologie wieder in Deutschland sich etablieren konnte. Bekanntermaßen hat sie ja, wenn man so will, Ursprünge, die im deutschsprachigen Raum zu verorten sind. Man denke an Edmund Husserl und auch an Martin Heidegger. Aber nach der Zäsur des sogenannten Dritten Reiches und dem Zweiten Weltkrieg ist sie eher ausgewandert und in Frankreich eher Fuß gefasst, bei den Philosophen Merleau-Ponty, Ricoeur, Levinas und anderen. Und Herr Waldenfels hat auch dafür sich stark eingesetzt, dass diese Form des Philosophierens in Deutschland wieder Fuß fasst. Er war auch Mitbegründer der Deutschen Gesellschaft für phänomenologische Forschung. Ich möchte jetzt gar nicht viel zu der Philosophie von Herrn Waldenfels sagen, nur vielleicht so viel, dass die Größe, das Fremde, eine ganz große Bedeutung in seinem Denken spielt. Es gibt eine schöne, von ihm verfasste Zusammenfassung seines Denkens, Grundmotive einer Phänomenologie des Fremden. Das Buch finden Sie, da es bei uns in der Bibliothek vorhanden ist, dort drüben auch auf dem Büchertisch ausgestellt. Die Grundidee, wenn ich es das so verkürzend zusammenfassen darf, ist, dass man immer skeptisch sein sollte, inwieweit man Herr im eigenen Haus ist. Sozusagen ganz bei sich selbst, um sich dann etwas Fremdem, etwas anderem zuzuwenden. Tatsächlich ist es doch eher so, dass immer schon wir auch von Fremden affiziert sind, immer schon auch von Fremdem herkommen, dass Fremde uns sozusagen unser Handeln und unsere Orientieren in der Welt durchsetzt. Und es ist eine sehr hohe Kunst, sich diesem Fremden immer wieder auszusetzen, ohne es begrifflich einzufangen und zu domestizieren. Die Liste der Veröffentlichungen, die Herr Waldenfels geschrieben hat, ist sehr lang. Ich kann sie gar nicht jetzt vortragen, will nur sagen, es sind etliche Bände, ich glaube über die 20, im Surkamp Verlag erschienen. Und eines der Bände, die auch für unser Thema heute besonders interessant ist, es gibt dort ein Kapitel über das Phänomen der Unsichtbarkeit oder über das Thema der Unsichtbarkeit. Dieses Buch heißt Hyperphänomeno, ist auch auf dem Büchertisch zu sehen. So. Soweit der Vorrede. Herr Waldenfels, ich freue mich, dass Sie da sind und freue mich auf den Vortrag. Sie haben das Wort. Ja, zunächst mal ein Dank zu der Einladung hier. Eine interdisziplinäre Tagung, die immer etwas Verlockendes, aber auch immer etwas Bedrohliches hat. Kommt die Disziplin wirklich zusammen oder macht nur jeder seine eigenen Sachen? Ich hoffe, es wird uns gelingen, auch ein gemeinsames Gespräch auf dieses Thema hin zustande zu bringen. Zum Thema, ich habe das Thema gewählt, das Unsichtbare im Sichtbaren. Das ist also schon eine Pointierung. Ich sage nicht, es gibt Sichtbares und Unsichtbares, sondern das Unsichtbare ist im Sichtbaren selbst. Das ist so dieser Angelpunkt, ist das eigentlich die Pointe meines Vortrags. Der Untertitel Phänomene weisen über sich selbst hinaus. Damit meine ich, dass das, was sich zeigt, immer schon mehr ist, als was man zunächst dahinter vermutet. Bei Heidegger gibt es die Definition der Phänomene, das ist das, was sich zeigt, aber er fügt hinzu, was sich zunächst und zumeist gerade nicht zeigt. Also zur Phänomenologie gehört, wie ich es mal genannt habe, in einer Husserl-Anthologie, eine Arbeit an den Phänomenen. Sichtbar machen, was wir erfahren, ist etwas anderes, als nur die Augen aufsperren und denken, da ist schon alles. Es ist eine Arbeit an den Phänomenen. Ich spreche in dem Zusammenhang von Hyperphänomenen. Das Buch hat Herr Vogelsang ja gerade schon erwähnt. Und ich verstehe darunter, das, was sich zeigt, die Tatsache, dass das, was sich zeigt,
immer zugleich mehr und auch anderes ist als das, was wir es ansehen. Also eine Bewegung über sich hinaus, die in der Erfahrung selber auftritt. Ohne dass wir nach außen schauen, gibt es da nicht noch was Außerordentliches, das wir hinzufügen, sondern die Erfahrung selber weist über sich hinaus. Das ist also das Hyper, das Hyperbolische, dieses Wort Hyper, das über sich hinaus. Ich werde meine Überlegungen zunächst vielleicht ein Wort noch zum Sehen, um zu zeigen, wie das Sehen in der Phänomenologie verankert ist. Es gibt von Camus, kurz nach dem, nach 45 in seinem Essay über Sisyphus, eine ganz einfache Bestimmung, was ist Phänomenologie? Rapprendre à voir, wieder sehen lernen. Also nicht sehen, die Augen aufmachen, ich bin nicht blind. Nein, wir sehen oft und sind trotzdem blind. Also wir müssen lernen zu sehen. Das macht die Phänomenologie aus und nicht bloß die Trivialität. Da ist etwas, schau doch bloß hin. Ich werde meine Überlegungen in vier Schritten entfalten. Das erste, etwas zum Begriffsfeld Sichtbares und Unsichtbares oder Sehen und Nichtsehen. Das zweite, das Paradox des Sehenden Nichtsehens, wie Sehen und Nichtsehen ineinander gehen. Und dann zwei explizierende Teile, einmal über das Sichtbarwerden und dann über das Sichtbarmachen. Also zum ersten Sichtbares und Unsichtbares. Hier nur eine begriffliche Klärung. Sichtbares kann man, oder das Sehen oder Sichtbare, kann man im engeren oder weiteren Sinne verstehen. Im engsten Sinne wäre Sehen optische Wahrnehmung, lateinisch die Visio. Wir sehen mit leiblichen Augen unter bestimmten neurophysiologischen Bedingungen. Aber da fängt es schon an, Sehen ist nie bloß Sehen, sondern Sehen heißt immer auch, dass sich Gesichtsfelder herausbilden, Zusammenhänge und dass man etwas tut, sich bewegt. Die Kinästhesis, die Bewegung der Wahrnehmung selber gehört zur Wahrnehmung hinzu. Also die optische Wahrnehmung ist immer mehr als bloß eine Unterwerfung unter bestimmte spezifische Sinnesbedingungen. Der zweite Schritt wäre ein Sehen im weiteren Sinne, dann wäre es vergleichbar mit der sinnlichen Wahrnehmung überhaupt. Wir sprechen oft von Sehen, auch das Wort Sicht, Sicht, Umsicht, Weitsicht wird ja auch nicht bloß auf das optische Sehen verwandt, sondern überhaupt bezogen auf die Orientierung in der Welt. Da wäre also Sehen sinnliche Wahrnehmung überhaupt. Ich nehme ein Beispiel aus der Literatur. Proust schreibt über den Musiker, er ist ein Explorateur de l'invisible, ein Erforscher des Unsichtbaren. Also er nimmt das Unsichtbare so weit, jetzt nicht bloß auf das Sehen, sondern auch das Hören, die Ferne in allen Sinnen. Die dritte Bedeutung wäre, die Sehen bedeutet anschauliche Erfahrung. Also was wir im Deutschen Anschauung nennen, ein Wort, das übrigens sehr schwer zu übersetzen ist, Englisch Intuition, aber Anschauung ist nicht bloß Intuition, ein Augenblicksblick, sondern ist eine Entfaltung des Sehens. Die Anschauung spielt eine große Rolle bei Autoren wie Kant, aber auch bei Goethe und bei Husserl, eine Entfaltung des Sehens. Und hier bedeutet die Anschaulichkeit des Sehens, dass wir etwas uns anschaulich machen über das bloß Gemeinte, Gedachte und Konstruierte hinaus. Es gibt vieles in der Welt, von dem Sie wissen. Also ich war zum Beispiel nie in Australien, weiß aber, dass es gibt, weiß auch, wo es auf dem Atlas ist. Aber es ist kein anschauliches Wissen oder nur ein indirektes durch Zeugnisse von anderen. Mein Sohn war gerade da, hat davon erzählt. Aber das sind alles indirekte Zeugnisse. Also Anschauung tendiert hin auf, man sieht die Sache selber, von der die Rede ist oder von der man spricht. Hier mache ich in Klammern eine Bemerkung, die manches ist auch für die Diskussion gedacht. Man kann die Frage sich stellen, wenn man das Sehen so weit fasst, ob hier nicht eine einseitige Bevorzugung des Gesichtssinnes erfolgt. Man wird wohl nicht fehlgehen, wenn man sagt, dass die Griechen also das Sehen, den Sehsinn in den Mittelpunkt gerückt hat, bei Platon die Schau, die Ideen, sieh hin, schau hin, ist die Grundgeste, die dort ins Spiel kommt. Auf der anderen Seite die jüdische Tradition, wo das Gehör eine ganz viel größere Rolle spielt. Also diese Formel wiederholt, höre Israel, wäre kaum ins Griechische zu übersetzen, dass auf Athen, auf der Agora jemand sagt, höre Athen, es wäre also irgendwie hören
gibt es auch. Aber die Grundkiste ist das Sehen, die Sache selber haben im Sehen, während die jüdische Tradition vom Wort auch auf den anderen bezogen das Hören stärker macht. Das habe ich nur eingeblendet, das möchte ich nicht jetzt verfolgen, weil das eine eigene Problematik ist. Im Hintergrund sollte man daran denken, wenn man vom Sehen spricht, meinen wir nur das Sehen oder hat es auch eine kulturelle Präferenz, die man nicht ohne weiteres verallgemeinern kann. Die Frage, die ich mir jetzt stellen möchte, ist, wie Sichtbares und Unsichtbares zu unterscheiden sind. Hier knüpfe ich nun an den französischen Phänomenologen Merleau-Ponty, den Herr Vogelsang schon erwähnt hat, mit dem er sich ja auch in zwei Büchern befasst hat. Er hat ein Buch geschrieben, Le Visible, l'Invisible, das Sichtbare und das Unsichtbare, ein Fragment gebliebenes Werk nach dem Tod erschienen. Ich habe es übrigens mit einer Freundin übersetzt. Es steht mir also sehr nah. Und da ist das Sichtbare und Unsichtbare das Thema und genau in die Richtung, die ich jetzt im Folgenden entwickeln möchte. Dort unterscheidet Merleau-Ponty drei Formen des Unsichtbaren. Das erste wäre etwas, was faktisch unsichtbar ist, was zu unserer Welt gehört, aber faktisch nicht gesehen wird. Das heißt also, physiologisch gesprochen, wo keine bestimmten Reize auf meine Netzhaut fallen, was nicht in meinem Gesichtsfeld ist. Aber es gibt vieles, das zu unserer Welt gehört, das zur Welt der Sichtbarkeit gehört, aber trotzdem faktisch unsichtbar ist. Das beginnt schon mit dem berühmten blinden Fleck, also die Stelle auf der Netzhaut, wo die Nerven sich überschneiden, Chiasma, wie die Franzosen das nennen, wo ein blinder Fleck ist, wo kein Reiz hinfällt. Selbst das Gesichtsbild im physiologischen Sinne hat eine Stelle, wo keine Sehreize aufgenommen wird. Der blinde Fleck wird als Metapher immer wieder gebraucht, also auch bei Wittgenstein, bei anderen. Das ist eine Stelle im Gesichtsfeld, das sich dem Sehen entzieht. Darüber hinaus ist das faktische Unsichtbare, betrifft vieles, was zu unserer alltäglichen Erfahrung gehört. Zunächst zum Sehfeld gehört vieles, was faktisch unsichtbar ist, etwa die Rückseite jenes Dinges, das ist völlig trivial, aber Husserl macht es wie Wittgenstein. Ich erzähle euch etwas, was ihr eigentlich schon wisst. Der Philosoph weiß nicht mehr als anderes, sondern er schaut nur das, was wir wissen und übersehen. Die Rückseite der Dinge. Also keiner wird sagen, ich sehe eine Tür. Wenn es keine Rückseite hätte, wäre es überhaupt kein räumlicher Gegenstand oder ein Schrank, den man aufschließen kann. Also vieles gehört zur Sichtwelt der Sichtbarkeit, ist aber de facto nicht sichtbar. Die Rückseite des Spiegels, etwa hinter den Spiegel schauen, sind auch keine trivialen Beispiele für diese Sichtbarkeit, Unsichtbarkeit im Sichtbaren. Dazu gehört auch die räumliche Ferne. All das, was jenseits der Grenzlinie, dem Horizont liegt, es gibt keine feste Linie, da fängt das Unsichtbare an, sondern eine Grenzlinie ist eine Grenzlinie, der wir uns annähern. Es verschwimmt, der Horizont verschwimmt. Er geht über in das, was wir nicht mehr sehen können, aber es ist sind Übergangszonen. Die zeitliche Ferne, vieles, was wir nie gesehen haben und auch nie sehen werden, auch Vergessenes, gehört zur sichtbaren Welt. Und schließlich, was auch zur Welt gehört, was der andere sieht, ich sehe nicht, bin ich der andere, ich kann dasselbe sehen, was der andere sieht, aber ich sehe es nicht auf die gleiche Weise. Also das fremde Sehen ist auch etwas, das zu unserer Welt gehört, aber sich der unmittelbaren Sichtbarkeit entzieht. Wenn wir hierbei stehen bleiben, so bedeutet das, wir sehen ständig mehr, als was wir aktuell sehen, im engsten Sinne. Husserl nennt das Horizonte, spricht von Sehhorizonten, also auch von Sinnhorizonten. Damit meint er all das, was wir mitsehen, was wir nicht selbst sehen, aber mitsehen, was sich mit anzeigt in dem, was wir sehen. Und Husserl opponierte damit gegen einen sehr engen Begriff von Sehen, der zum Beispiel auch aus der Helmholtz-Schule stammte, wo man also direkt vom sensorischen Sehen nur ausging und alles andere wird hinzugedacht. Husserl sagt mit Recht,
das Sehen weist über sich selbst hinaus, ohne dass wir jetzt durch Schlussverfahren auch noch sagen müssen, im Schrank ist auch noch ein Raum, sondern das ist so, ein Schrank hat einen Innen-Außen-Raum. Wir sehen also vieles mit, das implizit gesehen wird, aber mehr oder weniger nur entfaltet ist. Das wäre das faktisch Unsichtbare, das zu unserer Welt gehört, zu sagen, weiße Flecken in unserer alltäglichen oder auch in unserer entfalteten, wissenschaftlich entfalteten Erfahrung. Die zweite Form des Unsichtbaren wäre nun ein Unsichtbares außerhalb der Welt, in dem Sinne, dass es prinzipiell unsichtbar werde. Das führe ich aber das zweite Mal mit einem ganz großen Fragezeichen dahinter. Gibt es wirklich eine Welt des Unsichtbaren als eine zweite Welt, sozusagen eine andere Welt, die noch hinzukommt? Nietzsche nannte das eine Hinterwelt. Wir haben da unsere Welt und sind nicht damit zufrieden und denken, es muss doch dahinter noch etwas sein. Wir denken uns eine Hinterwelt hinzu. Diese Verdoppelung der Welt, gegen die opponiere ich mit meinem Vortrag. Ich bringe zwei Beispiele, drei, wo diese Verdoppelung auftritt. Man kann sich darüber streiten, was es im Einzelnen sein mag. Bei Platon gibt es die Augen des Leibes und die Augen der Seele, sozusagen ein seelisches Sehen. Und es gibt den Topos Horatos, den Ort des Sichtbaren, und den Topos Noetos, den Ort des Denkbaren. Es sind sozusagen, wenn man so will, zwei Welten, wo dann die Frage sich stellt, wie eines mit dem anderen zusammenkommt. Bei Paulus, mit Vorsicht bei den Theologen, also da habe ich hier keine Angst, weil ich immer, wenn ich Unsinn sage, werde ich ja berichtet, also kann ich einfach sagen, was mir so einfällt. Bei Paulus habe ich nochmal nachgelesen, 1. Korinther 4, was sichtbar ist, das ist zeitlich, was aber unsichtbar ist, das ist ewig. Ich sage, das ist zu interpretieren, aber man könnte es wie zwei Welten nehmen. Da gibt es die zeitliche Welt und da gibt es noch eine andere. Descartes macht diese Unterscheidung zwischen den ausgedehnten Dingen, der res extensa, die er ganz stark von der Messkunst her entworfen hat. Die ist räumlich, da ist etwas sichtbar, während Ideen sind außerräumlich und nicht sichtbar. Also auch hier ein dieser Dualismus, der hineinkommt, Innenwelt und Außenwelt. Was ich so denke, kann keiner sehen, aber ich kann sehen, was in der Welt ist. Also hier ist das Unsichtbare genommen als prinzipiell Unsichtbares im Gegensatz zur Welt des Sichtbaren. Nun, die dritte Möglichkeit, die ich hier im Auge habe, nenne ich, das ist der Titel des Vortrags oder fast der Titel, es gibt ein Unsichtbares dieser Welt. Das ist die Formulierung, die Merleau-Ponty, den ich gerade erwähnte, gewählt hat. Invisible de ce monde, ein Unsichtbares, das zu dieser unserer Welt gehört. Und diese Welt, wir haben keine andere als diese Welt. Diese Welt ist genau die Welt, von der wir ausgehen. Und darinnen zeigt sich Unsichtbares und nicht jenseits in einer anderen Welt, die durch einen Graben von unserer Welt der Erfahrung getrennt wäre. So viel also zur Klärung Sichtbares und Unsichtbares. Und der zweite Punkt, das Paradox des sehenden Nichtsehens. Wenn es ein Unsichtbares im Sehen gibt, heißt das, dass unser Sehen selber auch eine Art Nichtsehen ist, sozusagen durchsetzt ist von Nichtsehen. Eine Figur, die so bekannt ist, also man muss das nur zitieren, Sokrates sagt, ich weiß, dass ich nicht weiß, wiederholt man alles wie so ein Schulwissen ja immer. Ja, was heißt das? Ich weiß, dass ich nichts weiß. Wenn ich weiß, dass ich nichts weiß, dann weiß ich es ja doch. Also wie kann es ein Nichtwissen geben, das als Wissen, Nichtwissen gewusst ist, ohne sich dann doch wieder hinterrücks ein bisschen zu verwandeln? Und das Sehende Nichtsehen ist so etwas, dass ich etwas im Sehen nicht sehe, ohne dass es dann sich doch wieder in ein Sichtbares verwandelt. Hier kommt nun das Moment, dass der Fremdheit, hat der Vogelsang auch schon als eine meiner zentralen Themen erwähnt. Fremdheit, dafür kann man verschiedene Umschreibungen geben. Fremdheit bedeutet, dass etwas zugleich an- und abwesend ist. Nicht etwas, entweder es ist da oder nicht da, es ist nicht existent oder nicht existent, sondern es ist anwesend oder abwesend. Jemand ist abwesend, er ist da und nicht da. Ich nehme ein Beispiel bei Sartre, er geht wie ein guter Franzose ins Café, er macht seine Bistros und wartet da, sein Freund Paul sollte dort sitzen, er ist nicht da.
und sage, was ist da? Also seine Großmutter ist auch nicht da, de Gaulle war auch nicht da, waren viele nicht da. Es heißt nicht, dass er nicht da war, sondern er wurde vermisst. Er war da, indem er an der Stelle vermisst wird. Er war an der Stelle nicht da. Also es ist eine Anwesenheit und Abwesenheit, die ineinander geht. Oder ein anderer Ausdruck wäre eine Ferne in der Nähe, dass sich in der Nähe etwas zeigt, das sich doch dem Blick entzieht. Husserl hat das Fremde generell so umschrieben mit einem paradoxen Begriff. Er sagt, es ist die Zugänglichkeit des originell Unzugänglichen. Also dass das Unzugängliche als Unzugängliches zugänglich gemacht wird. Also das ist, dieses Paradox kann ich Ihnen nicht ersparen, sonst gibt es kein Fremdes. Wenn ich Fremde, was ist es denn? Wenn ich sage, was ist fremd? Ich sage, was ist nicht mehr fremd. Also dann ist es schon da. Also kann man es nur zugänglich machen, indem man zeigt, dass man es nicht erreichen kann. Und das sind nun einige Beispiele, wo dieses Sehen im Nichtsehen oder Nichtsehen im Sehen deutlich wird. Diese Abwesenheit in der Anwesenheit. Das eine ist ein Beispiel. Erst ist ein Beispiel, das Freud erwähnt von seinem Enkel. Er sieht seinen Enkel spielen mit einer Holzspule. Er wirft sie immer weg und zieht sie wieder an. Fort da. Das sind seine Reden. Und was spielt er da? Er spielt die Abwesenheit der Mutter. Das Kind, also im ganzen Kontext sieht, handelt sich darum, dass er, wenn man denkt, ein Kind, wenn die Mutter aus der Tür geht, ein Kind weiß nicht, was tot ist, ist einfach nicht mehr da, ist abwesend. Wie kann man damit fertig werden? Also man denkt, es gibt Anklammerungen, die natürlich lebensvernichtend sind, wenn man es nicht erträgt, eine gewisse Abwesenheit ertragen. Aber das heißt, dass der Abwesende auf gewisse Weise doch da ist. Also religiös, ich bin für dich da, heißt nicht, da steht er jetzt vor mir. Das ist eine Anwesenheit und Abwesenheit, die hier ineinander geht. Auch das Versteckspiel der Kinder hat diesen Reiz, warum spielen die Kinder so gerne Verstecken? Man wird nicht gesehen, man versteckt sich, aber man weiß natürlich, wenn die anderen nicht nach einem suchen würden, wäre der Reiz weg. Also das Versteckspielen bedeutet ein Spielen mit dem Sichtbarsein und Nicht-Sichtbarsein. Ein weiteres Beispiel, wo das Sehen und Nichtsehen ineinander spielt, ist auch ganz alltäglich. Wenn wir sagen, ich übersehe etwas oder was oft schlimmer ist, ich übersehe jemanden. Aber Sie müssen natürlich jemanden sehen, um ihn zu übersehen. Also haben Sie da wieder ein Nichtsehen im Sehen, in dem Sinne ein Sehen, das zurückgedrängt wird. Überhören ist das Gleiche. Überhören heißt nicht, dass man etwas nicht hört, sondern dass man es hört, aber nicht darauf eingeht. Das wäre das Übersehen, Überhören, was auch zu den normalen Erfahrungen der Sinne gehört, aber zeigt, dass darinnen sich Abgründe öffnen, weil wir nie alles sehen und in jeder Hinsicht sehen. Ein anderes Beispiel für die Ferne in der Nähe wäre das Vergessen, das Sie alle kennen. Sie suchen einen Namen. Frage, wo ist er denn, der Name? Also wenn er nirgends wäre, dann könnten Sie auch nicht mal sagen, ich habe es gefunden. Also das setzt voraus, dass er auf gewisse Weise doch Ihnen im Horizont da ist, dass er nachher sagen könnte, ja, das war's. Aber wie war es denn da? Es war, wenn man sagt, was haben Sie vergessen? Jedenfalls, sag mal, was du vergessen hast. Wenn er das sagen könnte, hätte er nicht vergessen. Also vergessen ist genau, dass etwas da ist, indem es sich entzieht und eventuell mit bestimmten indirekten Mitteln oder Bemühungen hervortritt. Hinzu kommt mit Freud nicht nur das Vergessen, kann auch ein Verdrängen sein, dass ich einen Namen mir nicht merken will, weil mir so unangenehm ist. Also es ist nicht bloß ein kognitiver Prozess, sondern auch ein affektiver Prozess. Aber auch hier haben Sie, etwas ist das Übergang, etwas ist da und nicht da. Der ganze Bereich des Todes gehört dazu. Die ganzen Trauerriten wären natürlich sinnlos, wenn das heißt, nur die Toten existieren nicht mehr. Also dann warum dann überhaupt noch? Freud nannte das in seinen schlechten Zeiten ein Realtod. Also es ist einfach nicht mehr da, es ist weg. Aber ein Ritus hat natürlich keinen Sinn, wenn man nicht mit den Toten lebt. Also mit den Toten leben heißt, also auch zum Beispiel Grabriten, heißt, dass der andere nicht einfach bloß nicht existent ist, nicht mehr zur Welt gehört, sondern als Toter mit dazugehört. Und gerade archaische Kulturen haben das
viel stärker noch, wo die Toten oft auf der Straße auftreten. Es gibt einen Raulfo, einen Roman, das spielt die Hälfte der Stadtbewohner sind Tote, die aber mitspielen. Also die Toten sind auch solche, die da sind, indem sie nicht da sind. Es gibt einen alten Ritus, wo man, wenn jemand in der Familie gestorben ist, einen Platz frei lässt. Also er sitzt dort auf dem Platz, der frei bleibt. Das ist, er ist da, als Abwesender noch mit da. Also Rituale haben alle doch diese Funktion, mit dieser Abwesenheit, die Abwesenheit gegenwärtig zu machen, ohne sie in volle Gegenwart verwandeln zu können. Weitere Beispiel, wo das Sehen und Nichtsehen ineinander spielt, wäre das Sehen des eigenen Leibes. Der eigene Leib ist ein merkwürdiges Ding. Bei Descartes gibt es also die Trennung, entweder man sieht oder wird gesehen. Und der Leib ist nur genau diese Mischung. Ich sehe leiblich mit den Augen, also ich sehe leiblich. Und ich werde auch gesehen, zunächst mal von mir selber im Spiegel. Aber der Spiegel ist also nicht einfach, jetzt weiß ich, sondern der Spiegel macht sichtbar, was unsichtbar ist. Ich bringe ein schönes Beispiel, das Ihnen auch mehr oder weniger bekannt ist. Bei Ovid, der Narziss, der sich sein eigenes Spiegelbild verliebt. Ich zitiere aus Ovid, er weiß nicht, was er sieht, doch was er sieht, setzt ihn in Flammen. Also Narzissmus, er verliebt sich in sich selbst, aber weiß nicht, dass es ist. Also was heißt hier sehen? Das heißt sehen und nicht sehen. Und dann geht es weiter. Ich bin es selbst. Ich bin es selbst. Ist ego sum. Das klingt fast wie bei Descartes. Ich bin es selbst. Und dann kommt aber das Ende der Geschichte. Traurig natürlich. Seine Tränen. Er verliebt sich in sich selbst und kommt nicht heran. Und das Wasser trübt sich durch die Tränen. Und das Bild verschwindet. Das ist ein Beispiel, also das Selbstsehen, Selbsterkenntnis, wie wir immer so groß sagen, selbst sich selbst sehen heißt zugleich sich selbst nicht sehen oder sich selbst verkennen. Schließlich ein letztes Beispiel wäre der, nun nicht mein eigener Leib, sondern der fremde Leib oder der fremde Blick. Was ist unsichtbar? Sie können den fremden Blick nicht sehen, weil der fremde Blick ist nicht etwas. Sie denken beim Blick, Sie sehen ja die Augen und Sie können auch die Farben der Augen beschreiben und die Augenstellung und alles. Aber der Blick besteht nicht darin, dass da etwas in meiner Welt sichtbar ist, sondern der Blick besteht darin, dass ich mich gesehen weiß, dass ich im Blickfeld des anderen bin. Ein ganz merkwürdiges Phänomen, das ja aus dem Buch Genesis wohl bekannt ist. Sie sahen, dass sie nackt waren, heißt ja nicht irgendwelche Kleidersache-Geschichten, sondern dass man sich gesehen weiß, im Blick des anderen ist. Und der Blick des anderen ist etwas, was man nicht sehen kann. Man kann versuchen, im Blickkampf dann zurückzublicken, aber das ist ein unendlicher Prozess. Den Blick des anderen kann ich nicht fassen, weil er etwas auch von mir selber sieht und weiß, was ich selber von mir nicht weiß. Also das ist wie ein, der andere ist wie ein Doppelgänger. Valerie hat darüber das geschrieben, auch den, wie ein Doppelgänger. Ich bin im anderen, ich bin nicht der andere, aber ich kann ihn auch loswerden, weil das, was ich selber bin, mitbestimmt ist durch den Blick und den Zugriff des anderen. Also hier ist den anderen sehen, heißt nicht einfach, da ist etwas in meiner Welt, sondern der Blick beginnt bei dem Blick des anderen, der mir nicht zur Verfügung steht. Da steckt ein ganzer, Levinas hat eine ganze Ethik des Gesichtes daraus entfaltet. Das Entscheidende ist aber der Blick, der auf mich zukommt. Die Anrede übrigens auch, ist es ähnlich. Angesprochen werden ist nicht über etwas sprechen, sondern hören, wie jemand mich anspricht. Also da kommen Momente des Nichtsehens in das Sehen des anderen hinein. Ich schließe da diese Beispielkette ab und komme nun zum dritten Punkt, sichtbar machen und danach sichtbar werden. Sichtbar werden und danach sichtbar machen. Also nicht sichtbar werden. Die Beispiele haben auf etwas hingewiesen, dass man sich klar machen muss, was überhaupt Sehen ist. Das Urphänomen des Sehens, wir denken immer daran, da ist jemand, der sieht. Da ist ein Subjekt, das hat Augen und auch Verstand und weiß was und sieht etwas, kann es auch verstehen, was es ist. Das Sehen, wenn wir das Sehen nicht nehmen als ein gewohntes Sehen, wo sich bloß wiederholt, was wir schon kennen, bedeutet Sehen, etwas wird sichtbar.
das ist dann die elementare Beschreibung, auch sprachlich bestehe ich darauf, da ist kein Akt, sondern etwas für sichtbar, etwas ereignet sich. Es ist wie die Sonne geht auf, ein Licht geht auf, Erweckung, die uns ja in der Religion eine große Rolle spielen. Erweckung ist nicht, ich tue da etwas, sondern ich wache auf aus einem Zustand, aus dem Dunkel. Das etwas wird sichtbar, ist ein Ereignis, das geschieht. Es ist aber nicht ein Ereignis in der Welt, das ich beobachten kann, wie irgendwelche Sterne am Himmel, ob es sie gibt oder nicht mehr gibt, gleich. Es ist kein Ereignis, das man beobachtet, sondern es wird sichtbar, ist, was ich nenne, ein Widerfahrenis. Die elementarste Form der Erfahrung ist die, etwas fällt mir auf, etwas sticht ins Auge oder sticht ins Ohr, wie es mal bei Hölderlin heißt, etwas fällt mir auf. Es ist die einfachste Beschreibung, außer Sie gehen in einen Raum, Sie kennen alles schon, sehen alles wieder. Gott sei Dank ist der Alltag so, dass wir nicht dauernd überrascht werden, wäre sehr anstrengend. Aber wenn Sie in einen Raum gehen zu einem Fremd oder einem Freund, besuchen erst einmal die Wohnung. Die Frage, was fällt Ihnen auf? Sie können nicht alles sehen, Sie sind auch keine Kamera, die alles aufnimmt, sondern was fällt Ihnen auf? Das ist etwas, was geschieht, was Sie nicht in der Hand haben. Und mit den, es ist übrigens nicht nur das Sehen und Hören, sondern auch mit den Gedanken. Die Gedanken beginnen damit, wir haben schöne deutsche Wörter dazu, ich glaube, manche beneiden uns darum, Einfall, auffallen, einfallen. Franzosen müssen sagen, Idée qui vient, eine Idee, die kommt, ist, also man weiß, was gemeint ist, aber ist sehr umständlich, something striking. Einfall ist, etwas fällt ein, es hat auch die Fallbewegung, hat auch etwas das Feindliche wie in ein fremdes Land, einfallen, Einfall. Damit beginnt das Denken und nicht mit Hypothesen und nicht mit Drittmitteln und Projekten. Das sollte man also auch dem DFG, die sind ja hier in der Nachbarschaft, mal deutlich machen. Bei Nietzsche ist der schöne Satz, Gedanken kommen, wenn Sie wollen, nicht wenn ich will. Also kann man auch kein Projekt machen für Einfälle. Ich will nächstes Jahr 50 Einfälle haben. Also ist nicht projektfähig, weil es nicht ein Subjekt ist, das die Dinge in der Hand hat, sondern es ist ein Projekt, das sensibel ist für etwas, das auffällt, das aus vom Abstich vom gewohnten Allgemeinen und was dann der Erfahrene hinzutut, sonst kommt nichts zustande. Er antwortet, also dem Widerfahrenen entspricht eine Antwort, dass man auf den Blick eingeht, sich zu- und abwendet und aus dem Einfall etwas macht. Also Einfall als solches ist auch noch nicht. Nobelpreis wird nicht für Einfälle verliehen, aber auch nicht ohne Einfälle. Also das schöne Beispiel von Röntgen, der plötzlich, wo seine Hand wie eine Röntgenhand, sage ich schon, wie ein Skelett plötzlich auf dem Tisch lag, obwohl das gar nicht gesucht hat, hätte sagen können, das hat mit meinem Experiment gar nichts zu tun. Also ich habe mein Thema, also das ist nebensächlich. Er hat sich stören lassen und das war ein Einfall. Plötzlich entdeckte, da muss irgendwelche merkwürdigen Strahlen sein und dann sind die Röntgenstrahlen erfunden und hinterdrein sieht es immer so aus, wie Röntgen hat die Röntgenstrahlen erfunden, was natürlich Unsinn ist. Er hat Strahlen gefunden oder haben sich ihm aufgedrängt, die nachher nach ihm benannt worden sind. Also die Benennungen sind immer nachträglich. Daraus darf man nicht schließen, dass der große Röntgen die Röntgenstrahlen sozusagen vor sich gehabt hat. Der Anfang auch hier, Erfindungen sind, etwas fällt auf, etwas geschieht, etwas wird sichtbar oder eben nicht mehr sichtbar. Vieles, was es ist ambivalent. Störungen kann man auch vermeiden, weil sie können ja auch wirklich Störungen sein, die einen von dem, was man im Auge hat, abbringen. Aber es gibt furchtbare Störungen und das sind genau solche Ereignisse, dass etwas sichtbar wird, das man nicht gesucht hat, aber sich dann eventuell doch als etwas sehr Fruchtbares erweist. Also ich beschreibe das Sehen in diesem ursprünglichen Sinne, etwas fällt mir auf, ich antworte darauf. Das bedeutet nicht, dass das sogenannte Subjekt einfach verschwindet. Es gibt diese allen Geschichten, ist das Subjekt noch da oder ist es gestorben und all etwas. Ich finde das eine Mythologie. Also Subjekt war immer eine Funktion, die gar nicht sterben kann, sondern es wird jemand als Subjekt angesehen, ein Richter sagt, du bist der Täter oder bist es nicht. Das sind Funktionen, die man annimmt. Aber wenn Sie von elementaren Erfahrungen ausgehen, da gibt es kein Urheber, kein Subjekt. Ich sehe,
das hat zunächst mal keinen Sinn, sondern etwas wird mir sichtbar, etwas wird für mich hörbar, etwas wird für mich fühlbar. Am Anfang steht nicht ein Urheber, sondern das Ich ist beteiligt, aber sprachlich übrigens genau im Dativ oder Akkusativ. Mir fällt etwas auf, mich trifft etwas, mich erschreckt etwas. Also Dativ und Akkusativ, nicht das Ich des Täters, des Urhebers, sondern jemand, der davon betroffen ist. Übrigens auch die Denkweise, es wird sichtbar. Dieses Es, dieses Neutrum, ist auch, geht auf ein Ereignis, das noch kein Subjekt hat, um ja noch einen anderen Autor zu zitieren, den ich einen wunderbaren Autor finde, aber der doch gleichzeitig Physiker war, nämlich Lichtenberg. Wenn Lichtenberg sagt, man sollte sagen, es denkt, wie es blitzt. Also ich kenne Kollegen, die sagen, halt, da schaffst du das Subjekt auf. Das ist also ein Irrationalismus. Aber Lichtenberg hat was ganz Genaues gemeint. Das Es denkt ist genau das. Es kommen Gedanken, die nicht produziert sind. Alles, was danach kommt, ist nicht einfach, man muss was draus machen. Und wissenschaftliche Forschung und auch gerade Thesen, Hypothesen sind ausgearbeitete Antworten. Aber es ist ein Moment daran, das nicht aus der Hypothese selber stammt und auch nicht aus Thesen und aus Theorien. Und da ist dieses Es, dieses Neutrum, es kommt durchaus sachgemäß. Wo ist also das Unsichtbare hier beim Sichtbarwerden? Das, was unsichtbar bleibt, ist genau das Ereignis des Sichtbarwerdens. Das ist nicht etwas in der Welt, sondern es ist genau das, es geschieht, dass etwas in den Blick rückt, ins Licht rückt und sichtbar wird. Eine Zusatzbemerkung noch dazu, warum dieses Unsichtbare oft nicht gesehen wird. Ich habe am Anfang Heidegger zitiert, das, was wir zumeist und zunächst nicht sehen. Wir orientieren uns am gewohnten Sehen, wo sie, ja, ich weiß, dass es ein Glas Wasser ist und ich weiß, das ist ein Bedienungsgerät und so, das ist schon nicht selbstverständlich, muss man schon etwas mehr wissen. Und so, das gehört alles, das kennen wir alles und das sehen wir oder hantieren auch damit. Das ist ja unsere gewohnte Welt, die uns vertraut ist. Aber die Produktivität der Erfahrung tritt dann auf, wenn etwas die Sehgewohnheiten beschränkt oder durchbricht, wo es dann kein Subjekt und kein Sehobjekt mehr gibt, sondern etwas wird sichtbar. Das ist ein starker Begriff der Erfahrung, der auch das Sehen betrifft. Also wenn Sie auch, es gibt Ereignisse, von denen man nicht mal sagen kann, wie man sie genau beschreibt. Also der 11. September war auch eine Sache der Nomenklatur. Der 11. September in die World Trade Center, wie man so etwas beschreibt. Es war nicht ein normaler Vorgang, aha, war mal wieder ein Attentat. Es war das Flugzeug mitten in einer zivilisierten Stadt, jemand, der einbricht. Man hat in die Gesetze eingegriffen, wir wissen alles. Wie antwortet man darauf? Wie fasst man das überhaupt? Es waren Terroristen. Was ist ein Terrorist? Es gibt keine Terroristen, sondern es gibt bestimmte Personen, die als Terroristen bezeichnet werden. All das gehört schon zur Antwort auf Erfahrungen, die das Gewohnte durchbrechen. Und also darauf bestehe ich. Und das Sichtbarwerden ist deshalb kein bloßer Sehakt, dem man jemanden zurechnen kann, der jemand sich selber zurechnen kann, sondern indem man ein Ereignis, in das man verwickelt wird. Das Sehen ist in dem Sinne auch ein Sehabenteuer. Wir entdecken im Sehen selber. Ich nehme eine ironische Bemerkung von Nietzsche, der also so schön pointiert, immer seine zeigen konnte, wenn was nicht stimmt, er macht sich da etwas lustig über eine Art Metaphysik der Wahrheit. Ich zitiere ihn, wenn jemand ein Ding hinter dem Busch versteckt, es ebenso dort wieder sucht und auch findet, so ist an diesem Suchen und Finden nicht viel zu rühmen. Das ist ein ganz einfacher Satz. Und er geht darum, man nennt etwas Säugetier, hurra, da ist ein Säugetier. Als hätte man Säugetier entdeckt. Man hat Säugetier genannt. Also diese Benennung kann man nicht überspringen. Und also ist natürlich ironisch, jemand findet überhaupt nie was, weil er nur das findet, was er schon kennt. Also das ist ein sehr schöner Nietzsche-Satz. Und Abenteuer des Sehens, etwas entdecken, was wir nicht selber hinter dem Busch
versteckt haben, sondern was sich irgendwo zeigt, überraschend oft auch unangenehm. Nun, der letzte Punkt, das Sichtbarmachen. Die Frage ist, beim Sichtbarwerden, bei dem Ereignis des Sichtbarwerdens allein kann es nicht bleiben. Auch was wir jetzt am Abend getan haben, ist ja, dass wir nachdenken über dieses Sichtbarwerden. Das Sehereignis wird selbst ins Auge gefasst. Wie können wir verhindern, dass wir in die übliche Falle laufen und die Erfahrung, die wir auf elementare Weise machen, ersetzen durch ein Erfahrungswissen? Wenn ich das in Klammern sagen muss, das, was Husserl mit der Phänologie im Auge hatte, war die Erfahrung von sich selber her oder auch Heidegger, wo sich selbst etwas zeigt, das aufweisen und nicht die Erfahrung durch das Wissen über etwas ersetzen. Das Wissen über ist schon eine Entfaltung der Erfahrung, ist aber nicht der Aufgangspunkt, weil im Anfang gar nicht etwas da ist, kein Objekt und kein Subjekt, sondern es geschieht etwas, es wird etwas sichtbar und hörbar. Die Falle, dass man das Erfahren ersetzt durch Erfahrungswissen, das sind natürlich die Philosophen auch nicht unschuldig. Bei Plotin etwa, auch einem großen Denker, der über das Sehen auch eine Menge geschrieben hat, das Sehen erreicht seinen Höhepunkt, wenn Sehendes und Gesehenes dasselbe sind. Das ist sozusagen die Vision, die über alles Subjekt und Objekt hinausgeht. Nur kann man, heißt das nicht, dass man den Ort von dem aus, dem kontingenten Ort von dem aus etwas gesehen wird, überspringt und damit in diese Totalität des Sehens hineinkommt. Also die Metaphysik hat eine Neigung zum Panorama im wörtlichen Sinne. Panorama heißt alles sehen, also wo alles da ist. Aber die Welt ist kein Panorama, sondern sie ist eine beschränkte, mit beschränkten Horizonten, das sehen, das Gesamtfeld, das immer auch Momente dessen enthält, das sich entzieht. Die Frage ist nun, wie das Sehereignis sichtbar gemacht werden kann, ohne es in ein Sichtbares zu verwandeln, ohne die Sache dann doch wieder abzuschließen. Hier eine methodische Zwischenbemerkung. Husserl hat den Begriff der Epoche, der Urteilsenthaltung eingeführt. Die Gefahr ist, wenn wir über die Dinge sprechen, dass wir immer schon die Welt voraussetzen, den Alltag, den Common Sense, in dem wir uns bewegen. Wie kann man diese Voraussetzung denn als Voraussetzung sichtbar machen? Und da spricht er von einer Epoche, dass man sich zurückhält, nicht über die Dinge urteilt, sondern sie überhaupt erst sichtbar werden lässt. Dazu gehört nicht bloß eine Urteilsenthaltung, sondern auch eine Blickenthaltung, dass der gewohnte Blick verfremdet wird. Also Phänologie kann man auch beschreiben als eine Verfremdung des Blicks, das ist nahe jetzt den Künsten, dass man lernt, die Dinge anders sehen, als man sie normalerweise sieht. Das Neue ist nicht etwas ganz Neues, sondern es abweicht von dem Gewohnten und Verfremdung heißt genau, dass man das sichtbar wird, macht, was nicht sichtbar ist. Das kann nur auf indirekte Weise geschehen, indem man zeigt, da ist mehr, als das wir unmittelbar sehen. Bei Klee gibt es geradezu ein Motto, das er eingefügt hat, das Unsichtbare sichtbar machen. Das Unsichtbare sichtbar machen, da ist wieder das Paradox, wenn man es unsichtbar sichtbar macht, ist es ja nicht mehr unsichtbar. Dann wäre es wieder bloß etwas, was wir noch nicht sehen, was wir auf die Dauer kennenlernen, wenn wir noch all unsere Instrumente verfeinern und immer noch mehr wissen. Am Ende sehen wir das alles. Das Unsichtbare sichtbar machen, was Klee im Auge hat, ist das Unsichtbare als Unsichtbares sichtbar machen, in der Weise, dass es in der Weise, wie es sich zeigt, zugleich sich zeigt, als das, was den Blick entflieht. Merleau-Ponty hat in dem Sinne von einer indirekten Malerei geschrieben, also nicht die Malerei, die etwas einfach darstellt, sodass wir auch noch einen Apfel sehen. Was hat uns für einen großen Sinn, einen Apfel zu sehen, den wir schon kennen? Warum dann noch eine Cézanne angucken? Wir kennen doch Äpfel schon. Eine indirekte Malerei, dass man an dem Apfel etwas sieht, was man normalerweise nicht sieht. Dass etwas, Apfel plötzlich eine Eigenqualität gewinnt, die über das normale Verzehren und Gebrauchen und Kennen hinausweist. Zwei Beispiele für das indirekte Sichtbarmachen.
Das eine nehme ich wiederum aus der griechischen Kultur und das andere mit einem Hinweis auf die religiös jüdisch-christliche Tradition. Das eine ist Platon. Bei Platon, ich habe ihn vorhin erwähnt, also die Gefahr, man geht von zwei Welten aus, gibt die Welt des Sichtbaren und Unsichtbaren, die Ideen und die Sinne. Dieser Dualismus, der höchst fragwürdig ist. Aber wenn Sie das berühmte Höhlengleichnis betrachten, das im Kern im fünften Buch des Staates, also mittendrin steht, wo es darum geht, das Gute, nach dem alles strebt, zu bestimmen. Das Gut ist das, wonach alles strebt. Was ist denn das? Wie kann man es denn dann fassen? Wenn man es fassen würde, wäre es nicht mehr das Gute, sondern schon wieder ein bestimmtes, endliches Gutes. Und da geht also Platon einen indirekten Weg. Das berühmte Höhlengleichnis, er bringt das Beispiel, wir sind in der Höhle, sehen nur die Bilder an den Wänden und hören das Echo unserer eigenen Stimme und dann das Heraustreten aus der Höhle in das Sonnenlicht schauen. Das kann man wieder traditionell sehen. Jetzt sind sie draußen, jetzt haben sie ihren Gott gefunden, die Sonnengott. Aber wenn Sie genau hinschauen, das Interessante bei Platon sind immer die Zwischentöne. Das erste ist die Blendung. In die Sonne schauen, die Sonne kann man nicht sehen, man wird geblendet durch das Sehen. Also man kann dann Brille aufnehmen als indirekte Weise des Sehens. Also die Sonne selbst ist etwas, das unsichtbar bleibt, das Sichtbarkeit gibt, das leuchtet. Im Licht, wir sehen in der Sonne, aber in der Sonne sehen heißt nicht die Sonne selber sehen, außer mit Schutzmaßnahmen, wo man dann sozusagen abblendet das Licht, bis hin dann zu Berechnungen, die man anstellt. Aber zunächst einmal spontan ist das Höhenleid, das heißt etwas, ich sehe etwas und bin dadurch geblendet. In der Malerei spielt übrigens das Nichtsehen, sichtbar und unsichtbar, das Geblendetsein, auch das Blindheit eine große Rolle. Ich habe einmal im Louvre eine große Ausstellung gesehen, die Derrida mit einem großen Kommentartext begleitet hat, L'aveugle, das Blinde. Es war nur ging nur durch das Motiv des Blinden in der Malerei. Und das, also ein Maler macht nicht einfach sichtbar, sondern es bleiben immer Momente ausgespart. Ein Porträt, auch ein Selbstporträt ist nicht, dass ich nun, jetzt habe ich mich selber gemalt, sondern die Fremdheit, die mich an mir selber entdeckt, also auch ein geblendet werden oder das Blindlingssehen, das lässt sich nicht aus dem Weg schaffen. Und die Malerei arbeitet mit dieser Blendung, dass etwas sichtbar gemacht wird, das nicht völlig sichtbar gemacht wird. Das andere Beispiel aus der christlich-jüdischen Tradition wäre das berühmte Bildverbot. Frage, wie man das versteht. Also ich denke, das Bildverbot bedeutet, man kann nicht verbieten, das, was man setzt voraus, ich kann Gott sehen, dann soll ich weggucken. Das wäre eine sehr triviale Interpretation. Es ist ein Hinweis darauf, so fasse ich es auf, dass man Gott nicht sehen kann und genau das sieht. Das Bildverbot verweist auf ein Nicht-Sehen-Können im Sehen selber und nicht etwas, das tust man nicht, wie die Polizei, die etwas verbietet und schau nicht hin, sondern es ist etwas, das sich dem Blick entzieht, das Bildverbot. Und wenn dieses Sehereignis doch in Bilddinge gebracht wird, dann entstehen Idole, das heißt Bilddinge, von denen man meint, dass sie das Unsichtbare selber realisieren können. Dieser Bildverbot würde dann bedeuten, es gibt einen inneren Widerstand in dem, was wir sehen, das fremde Antlitz, in dem Fall wäre das göttliche Antlitz. Levinas spricht vom menschlichen Gesicht, von einem ethischen Widerstand. Du wirst mich nicht töten, das spricht aus dem Gesicht des anderen. Du kannst mich auch nicht sehen, das natürlich auch nicht, denn es ist nicht etwas in meiner Welt. Und man kann dieses Bildverbot auch so interpretieren, du wirst mich nicht sehen. Es ist also eine Sehbarriere, die sich darin ausdrückt. Und nicht ein schlichtes Verbot, dass ich eine Möglichkeit habe, die mir verboten wird. Das würde dieser Dimension überhaupt nicht gerecht werden. Ich komme damit ans Ende. Große Visionen, wie wir sagen, also große Sichtweisen, die damit angedeutet sind, finden sich nicht außerhalb der Welt, in einer anderen Welt, sondern sie tauchen auf
in unserer Welt, die wir kennen, in unserer Welterfahrung, und zwar in Form von Störung, Erschütterung der vertrauten Welt, einem spontanen Aussetzen der normalen Erfahrung. So also noch einmal die Sonne, die alles überstrahlt, aber auch uns blendet. Ist kein hoher, höchster Gegenstand, sondern wir sehen in der Sonne und nicht die Sonne als Gegenstand. Und das andere Beispiel nochmal aus der Tradition, der christlich-jüdischen Tradition, der brennende Dornbusch. Der brennende Dornbusch, also der brennt und verbrennt, nicht verbrennt, dieses Motiv, das da hineinkommt, wo auch etwas sich dem Blick entzieht. In Klammern, Pascal hatte ja nach seiner Konversion einen Zettel immer, den er mit sich trug, da stand nichts drauf wie Feu, das Feuer. Also ein Wärme, Hitze, Erschrecken, Licht und alles zusammen, das, was in solchem brennenden Dornbusch oder im Licht sich aufzeigt. Ich komme ans Ende. Der Ort des Sichtbaren ist, wenn man das so betrachtet, zugleich ein Hier und Jetzt. Wir sind hier und jetzt und sehen von hier aus. Auch was wir nicht sehen, sehen wir von hier aus. Wir gehen aus von einem Ort in der Welt. Aber das Unsichtbare bedeutet, dass wir im Sehen selber immer auf ein Nicht-Ort stoßen, auf etwas, das sich dem Sinn entzieht. Ich wandle einen berühmten Satz ab auf, der Blick ist anderswo, Rimbaud, das Leben ist anderswo, der Blick ist anderswo, das heißt, der Blick beginnt nicht bei mir selbst in einem Sehakt, sondern beginnt damit, dass etwas mich anblickt, fesselt, lähmt, wie auch immer, aber ich habe es nicht in der Hand, was sichtbar wird. Damit möchte ich schließen.